So, Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Teil in der kleinen Serie oder eher großen Serie. Ich baue meinen eigenen Tabak an. Jetzt sind ziemlich genau 2 Wochen vergangen seit dem letzten Video und ihr könnt hier sehen, die Samen sind sehr schön gekeimt, also mehr als ich gedacht habe, sind jetzt hier gekeimt, aber ihr seht jetzt schon, hier ist jetzt alles ganz nah zusammen und als nächster Schritt müssen wir die Setzlinge jetzt pikieren. Das heißt, dass wir die auseinanderfriemeln und in einzelne Töpfe machen. Ich werde das Ganze so machen, dass ich in jeden Topf 4 von den kleinen reinmache, bis die etwas größer sind und die dann in den Garten können. Dann habe ich am Schluss von jeder Sorte 8 Pflanzen und das wird mehr als genug sein, weil die werden ja riesig. Aber so bin ich einfach safe, wenn da 1, 2 absterben oder so, habe ich immer noch Nachschub. Und ihr seht schon, die brauchen unbedingt den neuen Platz, weil hier unten beim durchsichtigen Container seht ihr, da ist schon alles voll Wurzeln. Ich hoffe, ich kann die noch einigermaßen gut trennen, wie ich das Ganze machen werde. Ich habe hier schon Töpfe mit Erde vorbereitet, dass es hier unten nicht so eine große Sauerei gibt auf jeden Fall. Und dann werde ich etwas Küchenpapier hier auf dem Tisch ausbreiten und dann einzelne rauspicken hier, darum pikieren, weil ich die rauspicke. Ja, aber ich zeige euch das gleich in der besseren Ansicht hier. So, also jetzt sehen wir das von näher. Ich mache jetzt den Burley einmal langsam mit euch zusammen und danach zeige ich das im Zeitraffer, wie ich die anderen mache. Ist ja dann einfach Wiederholung. Und ja, jetzt mache ich hier einfach etwas vom Küchenpapier auf den Tisch rauf. Auch das, damit es etwas weniger Dreck gibt hier unten mit Erde. Und ich habe jetzt die letzten paar Tage absichtlich, also die letzten 2 Tage, kein Wasser mehr gegeben, damit die Erde schön trocken ist und damit wir das gut rauskriegen. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal die Shisha-Zange und suchen hier ein paar schöne raus. Ich nehme jetzt da, ich mache das auch das erste Mal, also probieren wir das einfach mal so. Wenn ich jetzt hier so mache, sehr schön. Dann kommen hier diese kleinen Pflänzchen schön raus. Und jetzt können wir hier schauen, die haben noch extrem kleine Würzelchen dran hier. Ganz süß. Aber jetzt können wir uns einfach 4 schöne raussuchen. Ich nehme jetzt immer solche. Wahrscheinlich könnt ihr das gar nicht gut erkennen. Jetzt könnt ihr es vielleicht einigermaßen sehen. Die haben hier schon einige kleine neue Blätter. Und dann nehme ich einfach von denen 4. Und mache mir hier in den Topf ein Loch rein, auch mit der Shisha-Zange. Und dann packe ich das kleine Ding hier rein. So, und da muss man etwas vorsichtig sein, damit man das nicht kaputt macht. Und ja, ich denke 4 pro Topf werden mal reichen, weil die sollten jetzt dann eigentlich ziemlich schnell wachsen, wenn die hier etwas mehr Platz haben. Und hier haben wir noch ein paar schöne. So, das funktioniert sogar sehr gut hier mit der Zange. Und da kann man einfach, weil die Erde jetzt so trocken ist, kann man die einfach abbröseln und dann die einzelnen Pflanzen rausnehmen. Das habe ich gerade gestern auch mit meinen Chilis gemacht, mit den neuen, und ins Gewächshaus gepflanzt. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, gerne auf meinem 2-Kanal vorbeischauen, Sander Stahel. Und ja, also das wiederholt sich jetzt einfach. Das mache ich mal mit allen, bis die fertig sind und wir die Töpfe ready haben. So, den Burley habe ich jetzt geschafft. Hier sind jetzt die 8 Pflänzchen drin. Und ja, die anderen ist jetzt etwas schade, aber die müssen leider weg. Ich denke, ich werde die einfach irgendwo im Garten verteilen und vielleicht wächst da ja irgendwas, vielleicht auch nicht. Wir werden auf jeden Fall sehen. Und ja, wie gesagt, das mache ich jetzt noch kurz mit all den anderen. Und ja, wie immer, Zeitraffer.
So, das hat jetzt funktioniert. Ich habe jetzt alles eingepflanzt, immer pro Topf 4 Setzlinge drin. Und ich habe die dann immer noch mit Klebeband beschriftet, damit ich weiß, was wo drin ist. Denen muss man jetzt gut Wasser geben, damit die sich erholen vom Stress beim Umpflanzen. Und diese hier behalte ich mal noch. Wer weiß, vielleicht sterben die mir alle. Und dann bin ich froh, wenn ich noch etwas Backup habe. Den gebe ich jetzt einfach in das Wasser und schau mal, was damit passiert. Aber ja, den Hauptfokus setzen wir jetzt hier drauf. Also da gebe ich auch wieder Wasser. Stelle das dann ans Fenster die nächsten paar Tage. Es wird nochmal kalt. Danach können sie wahrscheinlich raus ins Gewächshaus, bis sie eine Größe haben, damit man sie in den Garten pflanzen kann. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Aber sobald ich da etwas Neues zum Zeigen habe für euch, gibt es dann auch das nächste Video, wo wir das dann umpflanzen in den Garten. Und ja, bis dahin wünsche ich allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Umtopfpflanzen-Tabak-Video wieder.